Welche Welt von Spyro 2 fandest du am schwersten, also vom Original und später, wenn du den Teil durch hast? Fragt Karma Rex auf Twitch, hier gerade live. Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play, zum Spyro Let's Play, zum Let's Play von Spyro 2 Riptor's Rage im Rahmen der Reignited Trilogy für die PlayStation 4. Ich muss euch, bevor ich die Frage beantworte, mal eben kurz was beichten. Und zwar gerade eben im ZDF-Modus, habe ich überhaupt nicht von Gronkh geklaut, den Begriff, im Zwischen- den Folgen-Modus, habe ich so ein bisschen rumerzählt und bin hier so runtergegangen und habe dann hier unten so, ich glaube, 1, 2, 3, 4 rote Edelsteine eingesammelt, die hier am Rand lagen. Ich kann sogar den genauen Weg abgehen. Ich glaube, bis hierhin, und dann bin ich wieder zurückgegangen, weil ich mir dachte, was machst du da gerade eigentlich? Bist du eigentlich nur Mischuge? Und dann bin ich hier wieder hochgegangen. Aber das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und hab's halt wie ein Unfall aussehen lassen, um auch mal wieder das Farin-Urlaub-Racing-Team zu bemühen. Ach ja. Ja, und wie gesagt, damit willkommen zurück zu einer neuen Folge, der letzten wahrscheinlich heute. Und jetzt möchte ich auch nochmal kurz auf die Frage eingehen, bevor wir richtig weitermachen. Welche Welt fandest du am schwersten im Original Spyro 2? Das ist echt eine gute Frage. Welche Welt fand ich da am schwersten? Da kann mir vielleicht auch der Rick aushelfen, der Super Flash Crash, der hat ja auch das Let's Play damals mitgeguckt und so. Also ich weiß auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich damals bei Ripto im Endkampf relativ große Probleme hatte und auch ziemlich gefrustet war, weil es da ja so ist, und ich weiß nicht, wie das jetzt hier im Remaster ist, also im Remake, Entschuldigung, ist ja kein Remaster. Ich nehme das alles sofort wieder zurück, was für ein Frevel, das zu behaupten. Da ist es ja so, dass wenn man im Kampf stirbt, der hat ja drei Phasen, und wenn man jetzt in der dritten Phase stirbt, dann muss man halt aber wieder von vorne anfangen. Also man kann da nicht wieder ab der dritten Phase ansetzen, sondern man muss... Man muss dann wieder alles von vorne machen, und das ist natürlich etwas... Ja, wie soll ich sagen? Ach. Das ist natürlich etwas kritisch. So. Sehr schön. Der Hula-Tänzerin hat aus dem Götzen ein Feuerwerk gemacht. Jetzt kann ich mir meinen Traum vom Tanzen erfüllen. Hier, diese Kugel kann dir bei deiner Reise helfen. Ja, und ich muss mich nochmal entschuldigen, weil ich habe, glaube ich, gerade eine Gesprächsoption übersprungen, weil ich habe sie ja nicht vor der Aufgabe angesprochen, damit sie uns überhaupt erklären kann, was wir hier machen müssen. Entschuldigung, das war, ja. Oh ja, ich sehe hier gerade Magma-Kegel mit den Popcorn-Kristallen. Ja, richtig. Also Leute, die das Spiel jetzt noch nicht so kennen und dieses Let's Play quasi neu verfolgen und damit den ersten Zugang zu Spyro 2 haben, die wissen jetzt natürlich überhaupt noch nicht, worum es geht. Aber ihr werdet es noch früh genug in diesem Spiel herausfinden. Und vielleicht denke ich auch daran, das dann nochmal zu erwähnen, wenn wir an der Stelle sind. Und natürlich unvergessen und immer ein Klassiker, der Alchemist mit seiner Eskorte. Möchtest du mich eskortieren? Oder eskortierst du mich? Das war auch ein wenig behaftet von Frust. Durchaus. Weil, let's face it, Eskortmissionen sind immer relativ, die sind nie wirklich ganz pralle. Wie zufrieden sie einfach schaut. Voll stoned. Finde ich gut. So. Wo fehlen uns noch Stähleine?
Wo? Okay. So. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ach, ganz am Anfang? Nee, unter Wasser war ich doch. Ach, da! Yo! Richtig! Das heißt, ich muss aber wieder eigentlich erst wieder hier hin, damit wir da oben wieder hin können. Und dafür muss ich, glaube ich, hier den ganzen Weg wieder hochgehen. Naja, gut. Holzköpfe. So. Moment. Was mir gerade einfällt, schau dir den Durchgang mit dem Tunnelstück mal etwas von außen an und dann von innen und sag mir, was dir auffällt. Der Durchgang mit dem Tunnelstück. Guck ich gleich mal. Hat gerade übrigens der Super Flash Crash geschrieben, so viel nur fürs Protokoll. Moment, ach hier muss ich weiter her, genau. Richtig. So. Wo ist denn der Durchgang? Ist das hier der Durchgang mit dem Tunnelstück? Nee. Huch. So, ja, es waren aber immer noch nicht alle. Okay, da war noch was. Hä, sind ja überall noch welche. Also fast überall. Wo bist du? Da oben, okay. Ah, da. Da ist noch was. Sehr schön. So. Wir haben zwar das Level jetzt komplett fertig, aber... Dann schauen wir doch mal, was denn der Rick so meint. Sowas ist ja zum Beispiel auch ganz schön und sowas ist ja auch vollkommen okay. Das ist ja dann auch kein Backseat-Gaming. So. Das hier ist ja der Durchgang, ne? Okay. Führt dann hier hin. Kann das mit den Wurzeln hier nicht sein, weil das eigentlich nur Berge oben drüber sind, oder? Nein, kurz gucken. Oder es führt doch... Naja gut, da sind schon Bäume drauf, das passt schon.
Oder ist das einfach zu breit? Und hier, wo wir rauskommen, können es eigentlich nicht offen sein. Weil es eigentlich länger sein müsste. Stichwort Fenster. Kurz vorm Heimportal, da bin ich hier noch nicht richtig. Hier gehe ich jetzt ja wieder zurück, das bringt mir ja nichts. Ich meine, die Fenster sehen auch so aus, als wenn die einfach nur da eingelassen sind und es sind aber keine wirklichen Fenster. Ich habe ja alles, genau. Wo du eben rauskamst, erst von außen die Fenster betrachten und dann von innen. Also hier oder wo? Jetzt bin ich ja wieder hier. Meinst du diese hier oder welche? Die hier. Das hier. Oder welches? Mal kurz warten auf die Antwort. Ach ja. Wo du eben rauskamst, erst von außen die Fenster betrachten und dann von innen. Nee, wo eben der Handwerker auch drin stand. Hier. Oder meinst du, ach so, nee, hier meinst du wahrscheinlich, ja, hier meinst du wahrscheinlich. So. Oh, ach so, ah, alles klar. Okay. Spannend. Das wäre mir echt nie aufgefallen. Cool. So, mit diesem Wissen können wir dieses Level jetzt beruhigt verlassen. Flupp. Ha. Er scheint jetzt im zweiten Teil immer so geradeaus zu fliegen. Fand ich vorher eigentlich ein bisschen schöner in Spyro 1, dass es da ein bisschen variabler war. Aber gut, ist jetzt nicht schlimm. Ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Da hat wohl jemand im Design nicht aufgepasst bei Toys for Bob, ja. So ist es. Voll unfähig, ey. Was können wir eigentlich? Nein, natürlich nicht. So. Dann würde ich sagen, wir haben Kolosse gemacht. Wir haben die Götzenquelle gemacht. Da waren wir gerade drin. Dann wagen wir uns doch vielleicht noch an das Fluglevel.
Wir haben jetzt noch, ja, netto so ein bisschen weniger als 5 Minuten. Das könnten wir vielleicht schaffen. Vielleicht gibt es aber auch ein bisschen Überlänge bei der Folge, je nachdem, wie doof ich mich anstelle. Mal gucken. So. Für das Fluglevel musste ich hierher? Nein. Musste ich nicht. Sondern ich musste... auch nicht hierher. Da komme ich ja wieder zurück. Ach ja. Und dann müssen wir also quasi hier oben links her. Huch. Genau. Ozeanstrecke. Machen wir die mal. Schade, dass sie bei Colossus das Mantra der Mönche nicht aus dem Original genommen haben. Ja, stimmt. Das habe ich auch so ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Oh. Tag. Ich finde es auch so geil, wie die Musik einfach stumpf aufhört, wenn man im Wasser ist. Ich hatte den Ring tatsächlich nicht gesehen. So ein Blindfisch bin ich. So, machen wir die mal eben erstmal. Hier müssen wir auch dran denken, hier können wir auch Jäger finden. Alter, Spyro. Eieiei. Na. Und ihr beiden noch? So. Also, knapper am Wasser herfliegen kann man, glaube ich, nicht als hier. Ich gerade. Das ist total dämlich, was ich gerade mache, weil ich natürlich in der Flugrichtung fliege, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, jetzt hat sich's eh erledigt. So. Auf ein neues. Und wenn ich Glück habe, erwische ich hier auch noch... nein. Die Karre. Ah, ihn hätte ich überwischen können, genau. Ich hätte ihn überwischen können. Warum fliegt ihn hier einfach unten runter her? Und dengel mir hier so einen ab. What is going on with me? So, ich möchte aber ganz gerne jetzt auf die Rennstrecke. Wie komme ich da am besten hin? Hier so. Sehr schön. Huch! Fuck! Entschuldigung. Ach ja. Manchmal rutscht es mir dann doch so ein bisschen raus. Ich möchte mit dem Fluchen nicht so übertreiben, aber... ja, bei sowas muss man sich schon mal drauf einstellen, dass ich da vielleicht schon mal ein bisschen rumfliege. Jetzt im Bereich des Possiblen. So. Unten drunter herfliegen. So. Nur geringfügig Zeit verloren. Auch okay. So. Und vielleicht kümmere ich mich doch erst um die Boote. Na, fuck. Ich habe ihn gerade knapp verpasst, ne? Ja. Das sagt er. Bin hier gerade so ein bisschen Leben am Limit mäßig unterwegs, ich weiß das schon. Ah, Gott. Geh doch drauf, so.
wird eine knappe Kiste. Yes. Cool. Und ich möchte einen neuen Versuch machen. Ich werde euch jetzt vielleicht fragen, warum, Dave? Weil hier mit der Dame sprechen kann. Du hältst dich bestimmt für ziemlich gut. Mal sehen, ob du so gut bist wie der aktuelle Champion. Okay, Spyro, das ist der Streckenchampion. Um das Rennen zu gewinnen, musst du durch alle Ringe fliegen. Aber pass auf, wenn Jäger zuerst durch einen Ring fliegt, beginnt der Ring zu schrumpfen. Mhm, genau. Und das ist jetzt quasi schon Bonus, denn die Zeit ist schon abgelaufen. Aber das versuchen wir jetzt nochmal eben hier. Also letztendlich muss ich ihm einfach nur schnell genug folgen. Ich muss ihn gar nicht mal überholen. Er hat nur manchmal eine etwas merkwürdige Flugbahn. Oder einen Weg, den man nicht so erwarten würde als solchen. Spyro, dreh dich um. Ah! Nicht so einfach, wie du dachtest, oder? Möchtest du es nochmal versuchen? Okay, Spyro. Okay, Spyro. Ja, heißen Hintern machen? Nee. It is not possible. Schade. Wenn der den Professor nicht hätte, ne, dann könnte er das auch alles nicht machen. Da lob ich mir das doch, dass ich total natürliche Flügel hab. Ich hab den nicht mitgenommen eben, ne? Warum nicht? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich bin auch durchgeflogen. Anscheinend nicht so ganz, aber. Jo, und hoch. Und hier hin. Und runter. Und rechts. Und runter und hoch. Finde ich aber eigentlich eine ganz nette Aufgabe. Also, das kann man durchaus mal machen. Kann so ein bisschen die Flugsteuerung vielleicht auch üben damit. Kann mal so ein bisschen warm mit werden. Ach, flieg weiter. Hat er den nicht genommen? Alter, warum nicht? Ich bin da durchgeflogen. Ihr habt's gesehen, oder? Ihr habt's gesehen. Wir sind schon bei 24 Minuten. Okay, dann wird halt die letzte Folge des heutigen Tages eine etwas längere. Ist auch okay. Aber ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass ich da durchgeflogen bin. Stoß ich mir doch als Spyro den Kopf. Ach, jetzt knall nicht für dich vor die Wände davor. Flieg mit hier. Mist. Ja, komm, stirb.
Also nicht stirb, sondern fall natürlich ins Wasser und versuch's nochmal und hört auf zu jubeln. Das war nicht gut. So. Also das gehässige Jubeln, ne, das ist natürlich dann auch immer das, was das dann... Das bringt einen dann nochmal auf die Palme. Auf die Palme drauf. Würde mich auch da mal interessieren, woher kommt dieses Sprichwort? Wer hat damit angefangen, jemanden auf die Palme bringen? Kommt das irgendwie aus einer Regenwaldregion? Nicht. Sie hat gerade einfach nur gesagt, nicht. Okay, also kommt es wohl nicht daher. Ich verstehe dich, Mädel. Was für spackige Geräusche die da machen. Den habe ich eben nicht mitgenommen, genau. Ach ja. So, Hälfte haben wir wieder. Dann er hier. Na, einigermaßen gut überstanden. Ich... Alter! Willst du mich verarschen? Ich bin durch diesen Ring durchgeflogen. Nicht. Doch! Wie sie einfach nur nicht sagt, weil ich so schnell wegklicke. Bin durch diesen Ring durchgeflogen. Nicht. Ach Mann. Ja, da hätte ich jetzt fast sogar verstanden, wenn er mir den nicht gegeben hätte, ne? Aber den anderen, wo ich definitiv durchgeflogen bin, das darfst du nicht. Da bist du nicht durchgeflogen, ey. Weil das Spiel weiß das ja ganz genau. Ach ja. So, ein größerer Bogen. So. Ah. Flieg weiter. So, hier, da so. Der Jäger hat ja auch kein Mitleid, ne? Er fliegt halt einfach, wie er fliegt. So. Und hier rein. So. Das war jetzt doof meinerseits, ja. Hallo? Nicht. Ah, ich kann in der Luft also so nicht schneller fliegen. Ja, das war doof von mir. Nicht. Ich mag dieses Nicht. Das ist so schön stumpf. Das ist so wie damals. Toll! Oder was? Ach ja. So. Nicht. Also, weißt du, der war halt richtig schlecht genommen von mir. Und da hätte ich es auch vollkommen eingesehen, wenn ich den nicht bekommen hätte. Der wird mir immer gegeben. Aber. Ja, weiß ich nicht. Bei so ein paar anderen, da ist das Spiel so ein bisschen zickig. Immer wieder einen Bogen machen. Ich krieg es nicht hin. Ohne irgendwie einmal abzusetzen an der Stelle. So. Ich bin durch die... Ja, ich bin echt... durchgeflogen. Okay, wo fliegt er jetzt hin? Da hoch, okay. Dem. Okay. Da.
Dadurch. Dadurch. Und dadurch. Gute Arbeit, Spyro. Das war ein ausgezeichneter Flug. Auf die heutige Sendung habe ich mich so richtig gefreut. Nicht. Ach ja. Wie sie aussieht. Auch schön. Ja. Können wir meine Frage nachher mal im Chat bezüglich Jägers Doppelagentenleben bitte besprechen? Ich bin schockiert über Jäger. Hä? Was? Ach so. Beenden. Aufhören, ich bin schon ganz schwach vor Lachen. Nicht. Ach, schön. Ich freue mich. So. Jetzt haben wir gleich doch 1 Uhr. Ach, 1 Uhr sei schon 11 Uhr. Egal. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war jetzt sicherlich mit Abstand bisher die längste Spyro Trilogy Folge. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Auch gerne live auf twitch.tv/DaveDernTV. Ihr findet auch einen klickbaren Link dazu in der Videobeschreibung. Bis dahin bin ich sicherlich wahrscheinlich auch offiziell ein Twitch-Affiliate-Partner. Mal schauen. Vielleicht kann ich dann ja auch ein bisschen dazu erzählen, was das so bedeutet. Ich werde mich da auch nochmal ein bisschen einlesen und mich erkundigen. Und ja, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Session von Spyro 2 Riptos Rage hier auf DaveDernTV. Bis denn und tschüss, euer Dave.